Und weiter geht es. Und gleich die Cops draußen, jawohl. Ey, das war ja schon ein doch heftiges Ende in der letzten Folge. Also damit habe ich echt nicht gerechnet, was die da abgezogen haben. Wacht hier ihmchen, der jetzt, denke ich, ein paar Tage oder sogar ein, zwei Wochen im Krankenhaus gelegen hat. Macht es ihm richtig sauer. Da helfen auch die hier nicht mehr. Mehr auch nicht. Und das auch nicht. Ich glaube, was kann man denn? Kann ich auch was machen? Hoppala. Ja, Stühle. Naja. Was ist hier doch? Sichere Zufluchtsorte. Sichere Zufluchtsorte sind Plätze in Bordeaux, an denen du mit Verbündeten und Geschäftspartnern treffen kannst, die Zufluchtsorte nicht betreten, solange du kämpfst oder von der Polizei verfolgt wirst. Und ich kann auch langsamer lesen. Ich habe Zeit. Cool. Das wollte ich haben. Was gibt's hier noch? Ist das? Das habe ich schon öfter gesehen. Auch so an der Straße und so. Du hast ausgebaute elektronische Bauteile gefunden. Vielleicht könntest du die noch mal gebrauchen. Elektrische Bauteile. Okay. Ja. Gut. Nehme ich so hin. Ich höre gerade einen Föhn. Wo kommt denn der Föhn her? Na, ja, ich glaube, im Mikro hört man den nicht. Man hört ja mich kaum. Ich hoffe mittlerweile, dass ich die Tonprobleme mit dem einen oder anderen Programm beheben konnte. Wand. Weil das war ja. Das war nicht schön. Ich weiß. Das war grausam. Was ist das hier? Draußen. Ich muss hier. Aber hier ist doch. Ach, das ist das Bett. Nein, das ist nicht. Was ist das denn? Einfach nur das Zufluchtssymbol? Okay. Na, ah, ist ja gut. Nee, das ist das Symbol. Was ist da grün? Ich weiß es nicht. Nein, egal. Wir werden das früher oder später noch erfahren. Hier müssen wir lang. Ja, von mir aus auch. Von mir aus kann es losgehen. Wir haben mit der Pause dieses kleine Beats. Potomac. Könnte auch ein Pontiac sein. Ich weiß es nicht. Sind das lizenzierte Fahrzeuge? Ich glaube nicht, ne? Weil Potomac sagt mir ja auch nichts. Der Padre scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Ich will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Der weiß von jedem krummen Ding, das ich hier gedreht habe. Und hat mich nie... Kacke geht nicht an. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meint, es ist Zeit, dass Sammy in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Du glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Schwierig, es anders zu sehen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, ihm vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung. Vielleicht, weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Tritt gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Noch was.
Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Cell in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Cells Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Das Auto geht nicht an. Aber die Karre geht nicht an. Wie soll ich denn? Ich meine. Die geht nicht an. Ah. Okay. Ja. Irgendwie auch cool. Ich weiß es nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Er steht hier auf der Straße. Ja. Was ist denn da für eine Schrottkarre? Ich habe hier sonst die übelste Prollkiste und der Scheiß geht nicht mal an. 5 Minuten hat's gedauert, bis er an ist. Naja, 4. Klöcker, 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 klöcker. Der Sound ist schon geil. Naja. Wenn er steht. Im Leerlauf. Das ist die Polizei. Wache. Hoppala. Hallo? Ist noch so was Grünes? Was ist das? Ist das das Auto? Okay. Keine Ahnung. Vielleicht wird man das früher oder später noch erfahren. Ich glaube, gleich fliege ich. Was eine Möhre. Ach so. Verfahren. Sorry. Was ist das denn? Sind wir hier wieder im Sumpfgebiet. Das sind wir vorhin mit dem Boot lang gefahren. Hier so. Oder da so. Keine Ahnung. Im Baja. Bayo. Meine ich. Im Bayo war das. Nein. Soll ich dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Hotel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Betrete Sammys Bar. Seems like that now, but. Ach, und er fährt. Er kriegt sie gleich an. Genau. Weil ich sie warm gefahren habe. Alter Rostlaube. Kann ich nicht eine Bar einfach so betreten? Durch eine Tür? Hol deine Sachen. Okay. Ja.
Willkommen daheim, mein Junge. Flashback. Okay, wer soll sich jetzt alles die Hucke voll? Seine Karre ist der Hammer. Nein. Ihr Schweine. Ich bin sicher, Chef im Hollow. Posttraumatische Belastungsstörung, aber erst nach dem Krieg. Ganze Bude abgefackelt hier. Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die habe? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgestänkert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Gerade mit einem Messer rasiert. Kampfmesser. Benutze dein Kampfmesser, um Gegner mit einer tödlichen Überwältigung auszuschalten. Alternativ kannst du im Optionsmenü unter Spiel auch nicht tödliche Überwältigung auswählen. Ja. Was war das? Erfolg freigeschaltet. Ich muss es aber tun. Besprich mit Donovan mögliche Verbündete. Ah, okay. Pferderennen? Hunderennen? Hunde. Das sieht aus wie Hunde. Pferde? Ich kann es kaum erkennen. Auch egal. Oh, er hat sich gerade mit seinem Messer tatsächlich... Ich glaube, das hat er sich nicht rasiert, oder? Das kommt wohl eher von der Kugel. Okay. Ja, okay, Tresor. Versteck. Draußen im Kampf wird alles Geld, das du erbeutest, in deiner Brieftasche verwahrt. Wenn du im Gefecht umkommst, verlierst du deinen großen Anteil davon. Also bunkere es lieber im Safe. Gut zu wissen. Benutze den Safe in Sammys Keller, um das Bargeld zu bunkern, das du in deiner Brieftasche gesammelt hast. Okay. Ah ja. Brieftasche und Safe. Die Frage ist, man konnte ja damals noch nicht mit IC-Karte bezahlen. Das heißt, Bargeld war das einzige Zahlungsmittel. Und wenn ich kein Bargeld in der Brieftasche habe, mit was bezahle ich dann meinen ganzen Kram? Schon mal drüber nachgedacht? Hm? Ja. Stehst du da? Okay, was gibt's hier noch? Das kann man bestimmt. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann hänge ich mich da auf. Ja. Optimal. Was will ich mehr? Hier noch was, kommt man hier raus? Immer noch nicht. Das ist auch zu. Was ist das für ein Raum? Kann man bestimmt irgendwann noch ausbauen. Könnte ich mir so vorstellen. Hier war ich schon. Echt?
das? Glaubt schon. Was ist hier? Ah, die Garage. Okay. Hier müssen wir gar nicht hin. Wir haben ja eh keinen. Doch. Nee, wir haben kein Auto. Die Hintertür. Noch mehr Regen. Tja, was ein Zufall. Hier steht ein Auto. Berkeley Executive. Sorry, aus. Alter Schwede. ABS haben die keinen Wunder nicht gehabt, ne? Und Tokyo Drift. Ach nee, muss ich gar nicht. Ja, ich mag's dramatisch. Immer in Fluchtrichtung parken, ne? Also nicht Flucht wie Angst und weg, sondern Flucht. Die Flucht. So. Habe ich eigentlich irgendwelche Waffen oder... Ah ja. Ah ja. Okay. Knock, knock. Wo ist der? It's me. I'll kill you. Hey, eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwirken. Und während du krankgeschrieben warst, habe ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Barker tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Cell das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Fucker. Ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Barker ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt? Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird. Okay, dann machen wir das. Wie in alten Zeiten. Der Weg allen Fleisches. CIA? Steht doch CIA. Hä? Hey, Vorsicht mit meinen Akten, da gibt's ein System. Ist denn der, ich hab das gar nicht mitgekriegt, ist denn der Donovan? Ja, anscheinend. Ist der irgendwie sowas? Sagt er was? Ich will dir ja nicht reinreden, aber wenn du Cell und seinen dämlichen Sprössling umlegen willst, musst du einen klaren Kopf bewahren. Okay.
Na gut, dann. Gehen wir wieder. Aber schön, dass man reingehen kann. Habe ich nicht da irgendwo geparkt? Ich muss jetzt wirklich. Parkservice hier ist auch. Auf Trab, würde ich sagen. Könnt alle nicht fahren, könnt ihr nicht. Außer ich. So. Ich wäre fast in die Buchs gegangen. Vielleicht, wenn ich hier fertig bin. Okay, dann warten wir mal. Achso, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann das sein, dass ich noch ein bisschen weiter... Achso, okay. Hä? Ich muss hier aussteigen und hier hinlaufen. An die Bank. Und mich da hinsetzen und warten. Alles klar. Dann warten wir mal. Hm? Bitte was? Sie fliegen James Earl Ray diese Woche zurück. Ziele gut kaum zu fassen, dass wir mein Auto ist weg. Dr. King erledigt hat. Ist so einfach. Zu glatt. Genau das macht mir Sorgen. Sagen wir, er hat Dr. King erschossen. Nur er und niemand sonst. Und wenn's wirklich so leicht ist, einen großen Mann wie Dr. King, Präsident Kennedy oder Bruder Malcolm niederzustrecken, dann wird sich in diesem Land nie was ändern. Du kämpfst und schwitzt. Und jemand kann dir alles wieder wegnehmen. Einfach so. Hey, braune Zuckermaus. Siehst heute besonders süß aus. Redest du mit mir? Anscheinend nicht. Fahr zur Hölle. Schaff es hinein. Ist jetzt 3 Jahre her. Tut mir wirklich leid. Ich stimme sie weg. Was? Wir werden sie Stück für fucking Stück auseinandernehmen. Wenn das nicht hilft, schlagen wir eben mit dem Vorschlaghammer alles kurz und klein. Genau. Informanten betreiben die illegalen Geschäfte im ganzen New Bordeaux. Finde und verhöre sie, um Informanten über Ziele zu erhalten, die zu bestimmten Geschäften gehören. Um hier die haitianischen Informanten zu befragen, isoliere ihn durch den Kampf oder Verfolgung und nähere dich ihm. Dann und das Verhör zu beginnen. Okay, gut, ja. Was mich am meisten wundert, ist, wie sehr diese Weißen auf schwarze Muschis abfahren. Was mich am meisten wundert, ist... Money! Für die Freiheit kämpfen? Fuck,
Freiheit bedeutet nichts als Scheiße ohne Macht. Comprend? Ja, verstanden. Und das machen diese ganzen Zettel? Uns Macht geben? Sie sind der Schlüssel, der uns diese Macht verleiht. Da ist einer sauer. Alter Schwede. Er hat's erlebt, ne? Junge, Junge, Junge. Ja, bevor wir gar nichts haben. Oh. Ist hier noch einer? Das war schon. Ach, wir haben doch hier so eine. Verdammt. Nein. Wie war denn das? Mit der Sicht. Das war, glaube ich, gar nicht so clever. Wie war das denn mit der? Nee, auch nicht. Das war Molotow-Cocktail schmeißen. Keine Ahnung, ist mir auch egal gerade. Ach, was haben wir denn da? Jetzt geht die verdammte Scheiße los. Hä? Mein Ziel. Der Wichser ist fort. Keiner will die Rednecks im Hollow. Bring mich zu deinem Boss, dann machen wir das klar. Fuck. Merde. Geh zum Voodoo-Laden. Da findest du den Boss. Tut mir leid wegen der Kopfschmerzen. Einer mehr für den Friedhof. Das wird verflucht nochmal lächerlich. Okay. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Ganz entspannt. Und auf der Suche. Keine Zeugen. Ich steige jetzt in mein Vehikel. Von der Beifahrerseite. Auch noch nicht gemacht. Und rutsch rüber. Das Radio benutzen. Nein. Ist das doch so, dann sind das doch so Voodoo-Puppen, die da überall rumliegen. Sieht zumindest so aus. Ah! Finde einen Weg hinein. Ja. Gibt hier. Hallo? Ein Parkplatz? Da unten ist es noch nicht völlig tot, wenn ein. Gehen wir hier rein. Das ist unauffälliger. Ach, ich hätte die Tür auch eintreten können. Ah, okay. Nein, das wollen wir ja nicht. Ob das leiser ist, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Durchsuche das Pierced Heart. Hier wirst du hart gepierced. Wir machen Krach ohne Ende. Ich muss
muss nach oben, glaube ich. Hier ist nichts. Ich würde mich doch umgucken. Hier ist aber auch nichts. Viele Eingänge, aber zum Umgucken gibt es ja dann doch nichts. Gut, dann gehen wir nach oben. Hier ist doch jemand. Oder ich setze mich einfach ganz gechillt aufs Sofa und warte. Nehme vielleicht einen Drink. Schlecht, die Nummer im Haitianer Camp. Einfach Backers Geisel zu spielen. Und ich hörte, du seist tot. Wir stecken wohl beide voller Überraschungen. Sieht ganz so aus. Was kann ich für dich tun, Lincoln Clay? Ich will, dass du mir hilfst, Salmakano zu killen. Aha. Vor ein paar Monaten wolltest du noch mich killen. Und jetzt platzt du hier rein und ich soll dir vertrauen? Jetzt, wo Marcano die Dixie-Mafia unterstützt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dich aufsucht. Und du weißt, dass sie jeden umbringen werden, der ihnen im Weg ist. Und du willst mich vor diesem furchtbaren Schicksal erretten, meinst du? Ich besorg dir die Kontrolle übers Hollow. Danach werden wir sehen, wie es weiterläuft. Weißt du, warum Sammy und ich miteinander Krieg hatten? Ich hätte gedacht, du warst scharf auf die Lotterie. Bitte. Nur weil du dich vor ein paar unbequemen Wahrheiten drückst, brauchst du von mir nicht gleich den Naivling spielen. Sam und ich haben gekämpft, weil die Leute, die ins Hollow gehen, was Besseres verdient haben als einen alten falschen Mann, der Konserven verteilt, wann immer er Lust hat. Der immer tat, was Sal Marcano ihm auftrug, selbst dann, wenn es gegen seine eigenen Leute ging. Er hat sein Bestes gegeben. Aber dieses Beste war nicht gerade viel, richtig? Wenn ich das Hollow habe, tue ich dort, was ich will. Ohne Wenn und Aber. Solange du mir anstandslos deine Männer und Connections zur Verfügung stellst und Platz zum Untertauchen von Zeit zu Zeit, gut. Marcano hat Sammy durch einen Mann namens Richie Doucette ersetzt. Kennst du ihn? Gehört wohl zur Dixie-Mafia. Er ist ein Monster! Der Typ entführt schwarze Teenager und schleppt sie in die Sümpfe. Nach ein paar Tagen ohne Essen macht er sie los und sagt, sie sollen wegrennen. Dann hetzt er die Hunde auf sie. Weißt du, wie in alten Zeiten. So hat er meine Schwester getötet. Nur das ist mir von ihr geblieben. Wo finde ich ihn? Es ist da draußen gefährlich für ihn. Er zieht immer herum. Aber seine Männer operieren aus der Gemeindekirche und aus dem alten Theater. Perla hat es geheißen. Es wurde nach Sammys Frau benannt. Das nehme ich mir als erstes vor. Einer meiner Männer hat den Laden ausspioniert. Er wollte sehen, was da so abgeht. Du solltest mit ihm sprechen. Er weiß sicher mehr. Und wenn ich da gewesen bin, gucke ich bei der Kirche. Dann würde ich mal sagen, Verbündete. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Durch Cassandras Anwerbung hast du Zugang zu den Verbündeten bekommen, dem Waffenhändler. Höhere Einnahmen für deine Unterbosse ermöglichen dir Zugang zu Verbündeten und verbessern ihre Dienste.
Einfache Waffenhändler hat einen mobilen Laden mit Waffen und Ausrüstung. Du kannst dir die zukünftigen Verbesserungen für den Waffenhändler in der Übersichtsliste unter Verbündete und Verbesserungen ansehen. Um zu sehen, was der Waffenhändler anzubieten hat, geh nach hinten zur Ladefläche und halt X gedrückt. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge, nachdem ich ja schon wieder maßlos übertrieben habe mit 35 Minuten. Bis morgen. Mach es gut. Tschö mit Ö.